Willkommen zurück zum letzten Part von FIFA 22 in dieser Saison 2022-23. Wir dürfen jetzt nochmal in den hohen Norden nach Rostock fahren. Und da habe ich mir auch überlegt, komm, lass mal die anderen Leute spielen, die ansonsten immer auf der Bank sitzen. Wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Gut, das hatten wir eigentlich schon seit ein paar Spielen nicht mehr. Aber es soll ja nichts ausmachen, dass mir das jetzt erst auffällt. Kallis Kaaner leider immer noch verletzt, der kommt nicht mehr zum Einsatz. Und frag mich bitte nicht, was ich hier mache. Ich versuche jetzt halt das Ganze so seltsam wie nur irgend möglich aufzustellen. Gut, Arme, die kann rausgehen. Und Weber für Aydin. Ja gut, machen wir es doch einfach mal so. Das ist das Gute, dass man so wenig Spieler hat. Dann muss man die auch nicht sonderlich oft rotieren. So, warum ist da oben noch der Kasten eingeblendet von dem Schalke-Spiel? Kann man durch mal jemand jagen? Ist voll gruselig, ey. So, ja, wir haben. Ka ah, doch, jetzt haben wir eine aktualisierte Spielstandsanzeige. Aber doch nicht gegen Schalke. Da passt irgendwas gewaltig nicht. Ist doch gerade ziemlich verzerrt und wir sind noch nicht da, in welcher Minute wir uns befinden. Kann das mal jemand aktualisieren? Ich sollte mein Augenmerk auf. Vielleicht gibt es einen Elfmeter. Nee, es gibt Abseits. Das ist immer noch nicht richtig. Wir sind nicht Schalke und die sind nicht wir. Alter, holt er sich gleich die rote Karte ab. Was ist jetzt mal hier aktualisiert? Ja, jetzt ist es richtig, endlich. Der Detlef. Mag der Tote Liebe? Oder liebt der Tote? So, jetzt wird es fast schon wieder peinlich, wenn wir es verlieren. Die haben nur noch 10 Leute, weil der ein vollkommen unnötiges Foul gerissen hat. Mensch, was machst du, Vollidiot? Lass den Ball doch einfach rauslaufen. Oder rauskullern. Nein! Abseits. Ich bitte euch. So. Sehr gut, so jetzt aber. Das sieht doch mal gut aus. Aber der Torwart kommt halt eher dran. Jetzt haben wir unten wiederum keinen Hut, welchen Spieler wir aktuell spielen. Ja, das sind immer wieder solche Probleme, die tauchen eigentlich von FIFA zu FIFA auf. Und die EA will nichts dagegen tun, das mal zu beheben. Dass sowas niemals mehr passiert. Aber gut, EA ist nun mal EA. Oder EA wäre nicht EA, wenn sie nicht EA wären. Oh, Dankeschön. Was hat er sich dabei gedacht? Wollte er jetzt so einen richtigen Kunstschuss ins Tor reinhauen oder was? Wir werden es nie wissen. Wir werden es nie erfahren. So muss ich es eher sagen. Oh Gott. Wie konnte das jetzt passieren? Ah, da wird es wieder ein Schuld, aber da wird es aber schön Schuldiger gesucht. Ohne Witz. Voll Schwick.
Ja, aber meine Aufmerksamkeit ist gerade aktuell gar nicht so vorhanden. Wenn ich es mir recht überlege. So. So, das ist doch jetzt mal schön hier. Also ganz ehrlich, mach ihn. Oder auch nicht. Dabei ist unser Sturm eigentlich immer noch nach wie vor gut aufgestellt. Aber es ist unmöglich. Die sind hier zu zehnt und schießen hier das Tor. Also kein zweites, bitte. Und so geht's in die Pause. Und so geht's wieder weiter. Die letzte Halbzeit dieser Saison. So, komm, ich will ein Tor schießen. So nicht. Ja, das sollte ich vielleicht doch mal schauen, dass hier vielleicht Bostoan reinkommt. Unser von den Wirten hier bester Spieler, by the way. So, bin ich mal gespannt, wie lange der Ball sich jetzt hier noch hier drin hält im Spiel. So, wir bleiben am Ball. Aber wir schießen das Tor nicht. Wir treffen uns verrecken das Tor nicht. Ach nee, jetzt. Knapp verfehlt es auch daneben, würde ich sagen. So, dann hätten wir jetzt mal gewechselt. Aber wir schießen nach wie vor nicht aufs Tor. Also nicht kein Tor, sondern wir schießen nicht aufs Tor. Was hat es eigentlich hier mit Apex auf sich? Das ist ein schlechter Einwurf gewesen, wie ich finde. Aber das war dafür eine gute Parade. Nichtsdestotrotz, es war nachlässig von der Abwehr. Das war sehr gut geworfen. So, weiter läuft das Spiel. Nur man könnte es halt hier noch ein bisschen cleverer machen. Ach, ich habe schon gedacht, der schießt jetzt ein Eigentor. Ja, das wäre witzig gewesen. Aber immerhin eine Ecke. Und segelt die Ecke direkt rein? Nein, sie segelt nicht rein. Ja, wir sind einfach zu blöd, durch die Abwehr rein hier durchzukommen. Ja, stattdessen, ich sehe schon kommen, schießen die jetzt das 2-0. Oder auch nicht. Soll mir recht sein. So.
Ja, abseits. Unglücklich, aber abseits. Wow, 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 wow. Und kommt, Leute. Wenigstens ein Punkt. So, das war's. Zum Abschluss eine Niederlage. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt sicherlich den Pokal, oder? Oder die Meisterschale. Oder auch nicht. Ne, dann gibt es dementsprechend nichts zu feiern. Ist doch alles nicht mehr feierlich. Und das sind die anderen Ergebnisse. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir hier eine Abschlusstabelle? Ja, kriegen wir. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen. Düsseldorf geht in die Relegation. Und ja, Fürth, der unglückliche Vierte. Abgestiegen sind ja Osnabrück und Rostock und ja, so die beiden anderen Aufsteiger, bei denen lief es nicht so gut. Halle hat wenigstens die Chance, sich in der Relegation noch drin zu halten. Hamburg ist nur Elfter geworden, Schalke Sechster, Werder Bremen ist schon die Saison davor wieder aufgestiegen. Wie sieht es eigentlich in der dritten Liga aus? Aufstiegsplayoff, ja gut, das ist egal. Aufstiegsplayoff, oh, Halle muss gegen Darmstadt, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gibt es eigentlich irgendwelche tollen Trainerjobs? Wir könnten so Arminia Bielefeld. Ja gut, da gibt es schon die Möglichkeit, den Verein zu wechseln, aber ich habe eine Ankündigung zu machen. Und zwar ist dies jetzt der letzte Part, den wir zusammen mit FC Gurkentruppe Marbach verbracht haben. Denn ich habe beschlossen, die PlayStation 5 Version, die ich mit meiner PlayStation 5 dazu bekommen habe, ja, es ist mir scheißegal. Die PlayStation 5 Version, die ich mit meiner PlayStation 5 bekommen habe, doch zu behalten. Und, ja gut, antworten wir jetzt hier noch den restlichen Spielern. Und stattdessen, und also die PlayStation 4 Version zu verkaufen und dass wir auf der PlayStation 5 irgendwas Neues machen, irgendwie ein Champions League Turnier oder Copa Libertadores. Aber ich möchte die unbedingt mal gerne spielen mit Hypermotion. Und auch wenn wir hier natürlich könnten wir jetzt ein paar Trainerangebote annehmen und halt in einen anderen Verein wechseln. Ich würde jetzt beispielsweise Arminia Bielefeld. Ja, ich verlängere die Verträge nicht. Meine Güte, wie schnell das jetzt hier durchläuft. Es ist mir scheißegal. Wir haben kein Geld mehr. Aber das Problem ist leider Gottes das folgende. Wie gesagt, finanziell habe ich totales Missmanagement betrieben. Wir haben kaum Geld, kaum Spieler. Der Verein geht quasi tot in die Bundesliga hoch. Das muss man da einfach mal so sagen. Egal wie viel Geld die mir jetzt geben. Ja, ich schau mal geschwind, vielleicht kann ich auch in der Bundesliga irgendjemanden übernehmen. Das wäre natürlich möglich, aber ich denke mir einfach so, jetzt habe ich die PlayStation 5 Version schon ausgepackt, weil ich dann doch irgendwie drauf spekuliert habe, vielleicht kann man dann doch irgendwie den Spielstand rübernehmen. Nein, geht nicht, aber ich bin mir sicher, dass wenn FIFA 22 auf der PS5 noch was anderes Schönes machen. Ich weiß, das ist jetzt voll, geht jetzt voll gegen meine Planung. Das ist eigentlich egal, was wir hier machen. Okay, bis auf das Preisgeld natürlich. Verein bearbeiten. Versuche ich doch einfach mal in einen anderen Verein noch reinzukommen. Jobangebote. Derzeit keine Trainerstellen, scheiße. Okay, jetzt habe ich es vollkommen versaut. Nun ja, Leute, auf jeden Fall. Ja, jetzt hätte ich gerne eigentlich noch die Bundesliga gesehen, wie die so aufgestellt ist. Aber ich kann es mir schon denken, welche Vereine da so drin sind. Was haben wir an Geld? Oder an Spielern? Ja, alles nicht so doll.
Und wie sieht's aus mit dem Geld? Transferbudget hätten wir 19, komm. Okay, gut. Damit könnten wir sicherlich ein paar Spieler verpflichten, aber ja, ehrlich gesagt, das Holz wird mir sogar noch für Missmanagement belohnt. Ja, was ist denn das, bitteschön? Ja, gut, egal. Das soll es gewesen sein für Gurkentruppe Marbach. Klar, ich hätte sie gerne noch in der Bundesliga gesehen, aber ja, es ist halt. Es war von mir von Anfang an blöd, die auf einem Stern zu haben. Dafür ist es allerdings trotzdem toll, wie weit wir hier gekommen sind. Und ich bin mir sicher, dass wir auf der PlayStation 5-Version was anderes Schönes machen. Und auf eben jener PlayStation 5-Version sehen wir uns das nächste Mal wieder. Denn mit FIFA 22 sind wir hier noch nicht durch. Denn bis FIFA 23 ist noch ein bisschen Zeit. Bis zur PlayStation 5-Version. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.